Gerade mal 3,5 Wochen ist das letzte Spiel von Eintracht Trier in der vorigen Saison her. Und doch ist der SVE schon wieder ins Training gestartet. Routinier Josef Sina hat schon wieder das Feuer für eine anstrengende Vorbereitung. Auf jeden Fall, man freut sich auf die neue Spielzeit. Wir haben jetzt letzte Saison eine gute Punktzahl erreicht und wollten uns jetzt noch mal verbessern, wobei das punktemäßig natürlich sehr schwer sein wird, aber insgesamt in unserem Spiel stabiler werden und ich denke, das ist eine schöne Herausforderung für uns alle. Beim Auftakttraining konnte Coach Daniel Paulus 17 Spieler um sich versammeln. Darunter waren mehrere Akteure aus der A-Jugend, Rückkehrer Stefan Schuwerak sowie die bislang 3 Neuzugänge Jason Taya-Paran, Julien Erhardt und Maurice Roth. Letzterer kommt vom Oberliga-Absteiger SV Moorlautern und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 unterschrieben. Ihm dürfte eine Führungsrolle im Mittelfeld zugeschrieben werden. Ja, davon gehe ich aus. Das hoffe ich natürlich. Ich habe das Amt vom Kapitän beim SVM eigentlich relativ früh übernommen. Aber klar ist auch, dass ich mich als neuer Spieler hier erstmal integrieren muss, dass ich mit allen klarkomme. Aber einige Jungs kenne ich schon und da mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Und klar ist es das Ziel, auch die Jungs mitzunehmen und auch auf dem Platz ein Stück weit zu begleiten und zu führen. Das ist ganz klar. Unterdessen wirft die geplante Neuausrichtung des Vereins ihre Schatten voraus. Josef Sina soll als neuer sportlicher Leiter aufgebaut werden. Der Routinier freut sich riesig auf die neue Aufgabe. Ja, es ist abgesprochen, dass ich so langsam herangeführt werde, in Prozesse mit eingebunden werde, Einblicke bekomme in bestimmte Tätigkeiten, die so im sportlichen Bereich stattfinden. Und für mich ist es super spannend. Ich bin neugierig, ich bin wissbegierig, ich habe richtig Lust darauf und ich hoffe, meinen Teil dazu beitragen zu können, dass wir uns insgesamt als Verein verbessern. Und es ist eine spannende Aufgabe und da bin ich jetzt nicht alleine. Wir sind im Team, ich bin auch nur ein Teamplayer und ich glaube, wir können was richtig Gutes auf die Beine stellen. Ihr erstes Testspiel in der Sommervorbereitung bestreitet die Eintracht an diesem Freitag. Dann ist Trier zu Gast bei der SG Mittelmosel im Sportzentrum Bernkastel-Kues. Anpfiff ist um 18:30 Uhr.